Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade dabei, noch ein paar Handgriffe zu machen und ein paar Kleinigkeiten aufzuräumen. Denn ich muss in 5 Minuten los zu meinem ersten Termin. Ich bin noch nicht so ganz glücklich mit meinen Haaren. So, genau, also in 5 Minuten habe ich meinen ersten Termin. Muss ich los? Guckt mal. Das gestrige Meisterwerk. Haben noch mehr schöne Sachen gestern gemalt. Ich finde jetzt, wo der Herbst ja definitiv Einzug gehalten hat, ist das wieder mehr bei uns so. Kneten und malen und schneiden und kleben, und es macht auch wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß aktuell. So, werde jetzt noch schnell mein Bett machen und dann mache ich erstmal los und wir sehen uns dann gleich. Und weil wir vorhin gerade bei dem Thema Malen und so sind oder so waren, habe ich was Neues von Ars Edition. Und zwar ist das ein Vorlese- und Malbuch, die Buntis im Zoo. Und das ist so gemacht, so, dass hier vorne halt eine ganz normale Geschichte erzählt wird, wo Farben halt, beziehungsweise hier die Buntis, eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und man merkt, ne, hier gibt es dann auch immer mal wieder so graue Flächen. Also das ist quasi die Geschichte, die man vorlesen kann. Und dann hier weiter hinten. Moment, Moment, Moment. Also auch schön zum Farbenlernen. Und dann hier hinten ist Platz zum Ausmalen. Also gerade für unterwegs finde ich das ganz cool. Man hat was dabei, was man vorlesen kann, aber auch was, wo die Kinder drin malen können, wo sie auch zu zweit schön drin malen können, weil genug Fläche ist. Ja, jetzt nicht nur ein großes Bild, sondern hier so mehrere kleinere Sachen. Genau. Das verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. Ist quasi auch so ein, ja, wie so ein Heft aus Pappe, also nichts Hartes. Das verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Ich bin super froh, dass ich in letzter Zeit wieder ganz, ganz viel gelesen habe. Und das hier ist jetzt gerade mein aktuelles Buch von Martin Matteo, von dem habe ich schon einiges gelesen, kann ich sehr empfehlen, das Zukunftsspiel. Da geht es so ein bisschen um Digitalisierung, und das habe ich auch ausgesucht, das werde ich auch das nächste Mal in meinem Lesezirkel, also mit Erwachsenen, vorstellen. Und diese Rezension wird auf meinem Buchkanal mal wieder kommen, den werde ich jetzt wieder ein bisschen beleben. Das heißt, wenn euch das interessiert, dann gerne. Our Book Passion ist auch in der Infobox verlinkt. Den Kanal abonnieren, vielleicht auch aufs Glöckchen drücken, weil da nicht so oft was kommt. Allerdings kommt dort auch bald wieder ein Video mit neuen Kinderbüchern. Wir haben ganz tolle neue Kinderbücher. Da mache ich auch ein Video die Woche dazu fertig, was auf dem Kanal kommt. Also es lohnt sich wieder auf Our Book Passion auch, ja, vorbeizugucken. Ich lese euch gerne auch jetzt nochmal vor, um was es in dem Buch geht, und verlinke es euch auch mal unten in der Infobox. Also das Zukunftsspiel. Sie spielen es längst mit dir. Hast du jemals darüber nachgedacht, welche Spuren du hinterlässt, wenn du dein Smartphone benutzt? Was alles hinter den Kulissen abläuft, wenn digitale Services immer mehr unseren Alltag bestimmen? Was es bedeutet, wenn allmählich das Handy und nicht der Mensch zum wichtigsten Bezugspunkt wird. Verpackt in eine spannende Beziehungsgeschichte erzählt Martin Matteo eine besondere Story, wie sie aktueller nicht sein könnte. Eine Geschichte, die uns alle betrifft, eine Bestandsaufnahme unserer heutigen Zeit und ein spannender Ausblick in die Zukunft lassen einiges erwarten. Genau, bin ich schon sehr, 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 sehr gespannt, wie es weitergeht. Guck mal, was ich von meinem Opa bekommen habe. Das ist so ein bunter Trockenblumenstrauß. Ich liebe den sehr. Ich hoffe, der wird sehr, sehr lange halten. Ich finde es halt so geil, dass der so schön bunt ist. Und oh, ich finde, es ist einfach perfekt für mich, ne? Weil Blumen, wissen wir alle, halten sich nicht so lange. Und ich bin jetzt kein Mensch, der sich dann jede Woche neue Blumen kauft. Und ihr wisst auch, dass ich jetzt nicht so einen mega grünen Daumen habe. Aber jetzt so Kunstblumen wäre jetzt auch nicht so meins, aber so hier diese Trockenblumengeschichte finde ich voll schön. Voll schön. Und ja, unsere fleischfressende Pflanze lebt noch. Da, sie existiert noch.
und ich hoffe, es geht dir gut da drin. Ich hoffe, das muss alles so aussehen, wie es aussieht. Ich habe ja keine Ahnung davon. Ich hoffe, hier drin ist noch alles tutti. Ich liebe es ja, wenn irgendwo so kleine Mitnehmbibliotheken, ich weiß nicht, wie man die nennt. Es gibt zum Beispiel auch bei unserem Hausarzt, da kannst du halt Bücher, die du nicht mehr liest, hinbringen und dir im Gegenzug was mitnehmen. Und wo ich den Termin gerade hatte, dort wird gerade sowas Ähnliches angefangen. Und da habe ich mir gerade dieses Buch hier mitgenommen. Horst, go home. Das hörte sich sehr, 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 sehr lustig an. Taschenbuch ist sowieso mal gut. Und das nächste Mal, wenn ich da hingehe, in 2 Wochen, werde ich auch mal ein paar von meinen Büchern mitbringen und da hinlegen. Also sowas finde ich richtig cool. So, ich treffe jetzt die letzten Vorbereitungen. Ich habe jetzt nämlich gleich eine Gruppencoaching-Session. Und danach... eins nach dem anderen. So, ich habe jetzt gleich eine Gruppencoaching-Session. Also in diesen Gruppencoachings, was ich ja so monatlich mache, treffen wir uns dann auch immer so live über Zoom und machen da ein paar Übungen miteinander. Da haben wir jetzt halt gleich eine Session. Diesen Monat geht es ja ums innere Kind. Im Oktober sind es dann blockierende Glaubenssätze auflösen. Genau. Und danach muss ich dann schnell nochmal los. Ich habe nämlich mein Fahrrad zur Reparatur gestern abgegeben und das kann ich dann wieder abholen gehen. So, ich bin jetzt gerade unterwegs und hole mein Fahrrad ab. Und ich bin rausgegangen und es war so Mist. Vergessen, dass Herbst ist. Ich komme noch nicht so ganz damit klar, dass es wahrscheinlich jetzt gerade zum Beispiel besser gewesen wäre, noch ein Tuch umzumachen, weil es verdammt kackwindig und kalt ist. Ich muss mich erst wieder dran gewöhnen. So. Ich glaube, das kennen viele, dass man dann erst wieder bei einer neuen Jahreszeit sich klamottentechnisch darauf einstellen muss. Ei, guck, da ist es wieder. Ich hatte nämlich auch das große Pech, dass mein Fahrrad parallel zu meinem Auto kaputt war. Das waren ein paar richtig beschissene Tage. Aber jetzt ist das Auto wieder ganz und das Fahrrad auch. Und es ist alles wieder schicki. Ich hatte vorhin so die Idee, beziehungsweise hat sich das während des Gruppencoachings so diese Idee geformt. Und dann habe ich es final gemacht, dass ich mal einen Real Talk machen möchte. Heißt, ich drehe den die Woche noch ab. Zum Thema, wie das halt bei mir ist mit Selbsterkenntnis. Wie das bei Dingen ist, wo ich auch Angst habe, mir das anzugucken, was ich für Erfahrungen gemacht habe mit dem Thema Wachstumsschmerz. Weil das kann zum einen motivieren, zum anderen kann das so ein bisschen auch die Angst nehmen, sich manchmal Sachen anzugucken, wenn man so einen Erfahrungsbericht hat. Deswegen möchte ich das jetzt die Woche gerne mit abdrehen, dass das dann wahrscheinlich so nächste Woche online gehen wird. Und ich dachte, wir machen jetzt noch eine coole Sache zusammen. Das ist was, was ich jetzt seit ein paar Wochen mache. Und zwar habe ich lange gesucht nach einem Kartenset. Es gibt sehr, sehr viele tolle Kartensets. Aber ich habe so nach dem für mich passenden halt einfach gesucht. Und habe mich dann schlussendlich für das hier entschieden. Das sind die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen. Sind 52 Karten drin. Ich kann euch das gerne mal unten in der Infobox verlinken, wenn ich dran denke. Die sehen erstmal schon wunderschön aus. Und ich benutze die gerne für mich privat und auch im Coaching sehr, sehr gerne. Und ich dachte, wir machen jetzt mal einfach so ganz spontan, dass wir, also ich habe eine Frage im Kopf, die ich euch nicht erzähle, gleich mal zusammen eine Karte ziehen, dass ihr mal seht, wie die so aussehen und wie das so aufgebaut ist. Ich habe mich jetzt entschieden, euch doch zu sagen, mit welcher Frage ich jetzt hier rangehe. Ich übernehme übrigens keine Haftung für irgendwelche Richtigkeit. Ich mache das halt einfach so, wie ich denke. Und
zwar wird meine Frage jetzt sein für diese Ziehung, dass ich gerne einen Hinweis darauf hätte, was mich die nächsten Tage so erwartet. Und jetzt lasse ich mich einfach so ein bisschen leiten und ziehe mal jetzt kurz ganz in Ruhe eine Karte. Also, wir erinnern uns daran, dass ich gefragt habe, was mich die nächsten Tage so erwartet. Und heraus kam diese Karte. Einfachheit. Und jetzt werden wir mal zusammen ins Buch gucken. Also, guck mal, die sind halt schon echt richtig geil und wunderschön. Jetzt werden wir mal ins Buch gucken, was das Buch uns über die Karte Einfachheit noch so zu erzählen hat. So. Grundbedeutung. Im alltäglichen Tun die eigene Mitte finden und Demut. Das finde ich schon mal, passt wie die Faust aufs Auge. Im alltäglichen Tun die eigene Mitte finden. Das ist nämlich tatsächlich etwas, was ich mir vor ein paar Tagen als Ziel aufgeschrieben habe. Krass. Die Botschaft des Orakels. Es gibt Zeiten, in denen es deinem großen Lebenstraum bestimmt ist, im Hintergrund deines Bewusstseins zu bleiben, so dass du den einfachen Verrichtungen des Alltags deine ganze Aufmerksamkeit zuwenden kannst. Bevor du dich an der Pracht eines in voller Blüte stehenden Obstbaums erfreuen kannst, bedarf es der gewissenhaften Pflege. Es gilt, ihn zu beschneiden, zu wässern, zu hegen und zu pflegen und dann alles Weitere dem Gang der Natur zu überlassen. Diese vorbereiteten Schritte sind ein wichtiger Teil im Werdeprozess. Wenn du deine Aufmerksamkeit von deinen Zielsetzungen abziehst, bringt dich das in einen Zustand der Empfänglichkeit. Genau, das habe ich nämlich ganz, ganz oft, dass ich so etwas hinterherjage und dann eben diesen Zustand der Empfänglichkeit gar nicht haben kann. Das ist die tiefere Bedeutung des Loslassens. Widmest du dich deinen alltäglichen Aufgaben auf eine meditative und kontemplative Weise, wird damit die Energie für Aha-Erlebnisse frei, die dich dem von dir Gesuchten immer näher bringen. Und dann hat man nochmal so, dann kann man das nochmal auf ein bestimmtes Thema münzen, wenn man möchte. Da gibt es dann zum Beispiel die Beziehungsbotschaft, also wenn man jetzt eine Frage zu Liebe, Beziehung gestellt hätte. Eine Erfolgsbotschaft, also wenn es jetzt zum Beispiel um einen Job gegangen wäre. Und dann gibt es auch noch die Schutzbotschaft. Und ich würde jetzt einfach nochmal die Schutzbotschaft vorlesen. Bist du vielleicht ein Tagträumer und Fantast? Träumst du von Ruhm und Reichtum, einer zündenden Idee, einer genialen Erfindung oder davon, das Große loszuziehen? Wenn du diese Karte umgekehrt ziehst, ist dies ein Hinweis darauf, dass du möglicherweise zu viel Zeit auf das Träumen verwendest und darauf, über deine Träume zu sprechen. Wenn etwas in deinem Sinne geschehen soll, musst du aus deiner Passivität herauskommen und wirklich etwas dafür tun. Beginne mit kleinen Aufgaben. Bedenke, dass ein jeder großer Traum nur in kleinen Schritten zu verwirklichen ist. Der Mythenforscher Joseph Campbell sagte einmal, geh einen Schritt auf die Götter zu und sie werden dir 10 Schritte entgegenkommen. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz oft auch in der Coaching-Arbeit begegne. Dieses, ich weiß, was mein Ziel ist und wo ich hin möchte und wie es gerne aussehen soll, aber ich tue nichts dafür. Und das kann ich immer überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich bin jemand, ich tue und tue und tue und tue, weil von nichts kommt halt auch einfach nichts. Also auch wenn ich mit etwas in meinem Leben halt unzufrieden bin und etwas ändern möchte, dann muss ich entgegen meiner Ängste und was andere Leute sagen, halt auch etwas dafür tun. Und wenn man das einmal gemacht hat, wenn man einmal trotz Widrigkeiten etwas getan hat und dann wirklich zum Ziel gekommen ist und etwas erreicht hat und etwas Positives für sich daraus ziehen konnte, dann macht man das halt immer, immer wieder. Aber dahin muss man halt erstmal kommen. Dafür muss man erstmal diesen ersten, einen magischen Schritt tun. Und manchmal ist es dann vielleicht am Ende gar nicht das Ziel, auf das man eigentlich hingearbeitet hat, sondern es wird dann zu einem neuen Ziel oder es eröffnet sich, dass es ein wichtiger Schritt für ein anderes Ziel war, was einem gar nicht so klar war, aber was viel, viel wichtiger ist. Ja, gut, genug philosophiert. Es ist so mega windig heute draußen, ne? Gut, weiter geht's.
Mir ist gerade was ins Auge gefallen, darüber möchte ich noch kurz reden oder euch davon erzählen. Ich bin ein riesengroßer Fan von Kisten. Also im Kinderzimmer ist alles Spielzeug in Kisten. Oder ich sag mal so 80% in Kisten. Und so lernen die Kinder bei mir auch das Aufräumen. Also jede Kiste hat halt einen bestimmten Inhalt. Sind Musikinstrumente drin, Pferde drin, Autos drin. Jetzt mal so als Beispiel. Wenn die ihr Zimmer aufräumen, nehmen die einen Teil, okay, in welche Kiste gehört das, in die Kiste rein, fertig. Und jetzt habe ich im Wohnzimmer das System im Grunde auch nochmal aufgegriffen. Und zwar habe ich letztens bei Aldi zwei sehr süße Kisten gekauft, und zwar diese hier. Da für jeden eine, und die stehen jetzt hier im Wohnzimmer, und immer abends haben die die Aufgabe, einfach das Spielzeug, was sich im Laufe des Tages im Wohnzimmer angesammelt hat, in ihre Kiste einzusortieren. Wobei ich bezweifle, dass das so funktioniert. Ich glaube, Svea schmeißt einfach auch in Vinz' Kiste mit rein. Aber ist egal. Das heißt, das ist erstmal vom Fußboden, vom Sofa, von überall verschwunden und ist in diesen Kisten gelandet. Sprich, es ist erstmal prinzipiell aufgeräumt. Und dann, wenn diese Kisten halt voll sind, oftmals wird nämlich am nächsten Tag das einfach aus der Kiste wieder rausgeholt und weitergespielt, was völlig okay ist. Aber wenn diese Kisten dann mal voll sein sollten, nichts mehr reingeht, werden die dann halt genommen und der Inhalt im Kinderzimmer in die anderen Kisten einsortiert. Nur mal so als kleine Idee, ich finde diesen Hack nämlich mega praktisch. Ich habe mir gerade so meine Wassergläser platziert. Für mich eins kann ich euch auch noch erzählen. Ich habe so eine neue Angewohnheit angefangen. Und zwar trinke ich morgens ein Glas Wasser mit einem Tropfen Lemon, also ätherisches Öl Lemon. Das bindet die, ich nenne es mal, Giftstoffe im Körper. Und jetzt habe ich mir mein Glas Wasser mit Pfefferminz fertig gemacht. Das trinke ich dann am Nachmittag. Das schwemmt jetzt quasi diese gebundenen Giftstoffe aus dem Körper. Das mache ich jetzt seit einer Woche ungefähr. Und ja, ist immer schwer zu beurteilen, ob das funktioniert oder nicht. Aber es schadet mir nicht. Es tut mir auf jeden Fall gut. Es ist mega, mega lecker. Und deswegen mache ich das ganz, ganz gerne. Hatte auch gerade wieder eine Anfrage von euch. Das freut mich immer sehr. Nach Proben von ätherischen Ölen. Und ich mache das tatsächlich kostenlos. Ich mache das einfach gerne. Ich verstehe auch, dass man sich nicht irgendwas bestellt, wenn man nicht weiß, okay, wie funktioniert das? Mache ich das regelmäßig? Wie riecht das eigentlich? Das werde ich dann heute Abend noch fertig machen, die Proben für die Liebe. Genau, und ich setze mich jetzt hier an meinen PC. Ich arbeite ja auch immer noch, also ich mache auch immer noch neben einem Coaching Auftragsarbeiten als Sprecherin und habe da gerade ein relativ großes Projekt und war jetzt ein paar Tage ausgeschaltet, weil ich richtig krank war und keine Stimme hatte und da entsprechend nichts machen konnte. Und deswegen muss ich da mich jetzt ein bisschen ranklotzen, um das ein bisschen aufzuholen, und mache da jetzt nochmal eine Stunde was, bevor ich dann die Kinder abhole. Und dann geht es heute Nachmittag zum Fußball. Da musste ich auch erstmal gerade nochmal checken, wegen Klamotten. Kann man jetzt auch nicht mehr kurze Hose und kurzes Shirt anziehen. Musste ich da halt jetzt gerade nochmal ein bisschen mir das alles zusammensammeln. Genau. Und dann hoffe ich, dass euch der Vlog wieder gefallen hat. Freue mich sehr über liebe Kommentare. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.